Ja, ich bin Jan-Jaap Rosing und Kurator bei der Stadt Zeven. Erik Pape war ein bedeutender Künstler in Amerika mit familiären Wurzeln in Zeven. Mit seinem Bild Die junge Spinnerin von Zeven hatte er in Paris großer Erfolg. Nach gut 2 Jahren Planung und Fertigstellung des Kataloges sind wir froh, jetzt endlich die Ausstellung die Öffentlichkeit vorstellen zu können. Ein großes Danke gebührt dem Leihgeber natürlich und Förderer Dr. Gregory Conn aus den USA, der sich seit 20 Jahren mit Erik Pape beschäftigt, der alle ausgestellten Werke aus seiner Sammlung hier zur Verfügung gestellt hat und zudem den Transport aus Madrid ermöglicht hat. Das ist nicht selbstverständlich. Und ohne seine Beteiligung und seine ideelle und finanzielle Unterstützung hätte es diese Ausstellung so nie gegeben. Also vielen, vielen Dank. Wer war denn nun dieser Erik Pape? Frederick Louis Moritz Pape, das war der vollständige Name, wurde 1870 als ältester von 3 Söhnen deutscher Auswanderer in San Francisco geboren. Ausstellung Erik Pape – Eine Wiederentdeckung wird in Zeven von 12. September bis 27. Februar 2022 gezeigt.